Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Assassin's Creed. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir haben noch immer nicht alles fertig. Deswegen bin ich jetzt hier nochmal nach Argos zurück, denn hier die Mission töten oder nicht töten ist jetzt mein Ziel. Und dazu sollen wir hier irgendwo ins Grenzgebiet rein. Natürlich nehmen wir auf dem Weg dann alles mit, zum Beispiel das hier, also bleibt dran. Feuerpferdchen Bewegung. Ist am Start. Wir reiten jetzt mal in Sonnenuntergang, Aufgang. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Und nehmen natürlich zwischendurch die Bäumchen wieder mit. Denn die brauchen wir noch ohne Ende. So, jetzt geht es ein bisschen zügiger vorwärts. Den haben wir schon gekriegt, brauchen wir nicht mehr. Bäumchen sehe ich jetzt leider gerade gar keine. So. Das sieht schon mal ganz gut aus vom Weg her, oder? Da habe ich denke schon. Warum habe ich denn so viele Söldner an der Backe? So, überall. Wie ich loswerde, weiß auch keiner, ne? Ja, geht's erstmal ohne, weil mit Söldner an der Backe weiter. In der Hoffnung natürlich, dass wir das gut überstehen. Das ist so episch. Und los. Schön in den Fluss geplumpst. Und los. Viel Spaß. So, der ist schon mal weg. Denke nicht, mein Freund. Gemacht hat, super. Das hält man ein bisschen mit. Tot schon, ne? Oh. Oh. Den Schatz mitnehmen und Jüdis. So. Hammer. Dann können wir uns mal weiter Richtung Zwischengrenze. Sie sind bei Bildnis der Artemis. Das ist der Schmugglerwald, also muss das hier irgendwo sein. Da ist mein Pferdchen. Dann wollen wir mal. Beim Bildnis der Artemis. Ihr so? Ich bin eigentlich schon drüber, ne? Icarus,
Ach, das ist der Vogel. Dort. Endlich sehe ich Martha und Brasi das wieder. Los. Hör mal hoch, ja. Ella. Die Mutter, die kommt auch weit rum. Düdüm, direkt mal wieder so ein Typ ist dran. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasidas dich beschrieben hat. Hier sollte eine Statue von dir stehen. Brasidas? Was hat er mit all dem zu tun? Kriegerin, sagte er. Such nach der mächtigen Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Das bin ich. Das Göttlich ist von mir. Brasidas erkennt eine Kriegerin, wenn er eine sieht. Das stimmt. Dein Ruhm sollte auf jedem Gipfel besungen werden. In Arkadien bist du schon eine Legende. Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Bist ihr sehr ähnlich. Sag mir, wo sie hin sind. Das sollte ich. Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt. Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt. Ich hoffe, du bist bereit. Nö, gerade eigentlich weniger. Redest du jetzt mit mir? Meine Taten überdauern jede Statue. Wer sagt sowas? Sag mir, wo sie sind, oder ich schneide dir das dumme Grinsen aus deinem dummen Gesicht. Er sagte, du wärst etwas jähzornig. Er hat... Sag mir, wo meine Martha ist, und du kommst mit dem Leben davon. Du zeigst Gnade. Arkadien wird dir diesen Gefallen nicht erweisen. Sprich! Du findest sie auf einer Klippe. Mit Blick auf Tegea. Brasidas bezahlte dir nicht genug? Wer dann? Der Archon! Den kann man. Er zahlt mehr für deinen Kopf, als Brasidas in diesem Leben verdient wird. Sag mir, wer der Archon ist. Ich will einen Namen. Lagos. Sein Name ist Lagos. Und er ist der mächtigste Mann Arkadiens. Wer das Korn kontrolliert, beherrscht die Welt. Du hast noch mal Glück. Ich habe genug Blut gesehen. Oh, du wirst noch viel mehr davon sehen. Willkommen in Arkadien, Cassandra. So. Haben wir natürlich ordentlich, Staub aufgewirbelt. Wir müssen jetzt da runter. Wo sind wir? Da. Würde ich sagen, nehmen wir mal das hier mit. Schönes Wetter. Geht ja gar nicht. So. Und auf geht's.
Das ist ja alles, was wir mitnehmen. Haben wir später nicht mehr in der Backe. Los. Ein kleines Vor sollte ja eigentlich machbar sein. Wird sicher gut verteidigt. Ja, da kommen wir gar nicht rein. Was ein Scheiß. Mal schnell speichern. Das habe ich mir anders vorgestellt. Zwei? So, kann ich jetzt mal hier mal welche löschen? Geht mir langsam auf den Sack, dass ich hier so viel am Sack habe. Die Frage ist, wo die herkommen. Nope. Ja, auch nicht. Eigentlich hast du die an ihren eigenen Ländern drinne. Eigentlich noch den Schatz hier mitnehmen. Und jetzt verziehen wir uns mal. Nämlich nach da. Bewegung!
Direkt nochmal zwei von den Söldnern ausgetrickst. Ella. Wie kann man denn rum sein? Komm schon. Los geht's. Da hoch auf jeden Fall. Sel. Aber hier klein abkürzen. Ab nach oben. Ah, reicht schon nicht weiter weg. Das Bäumchen noch mitnehmen. So. Sitzt mir nicht im Brand. Los! Tigia heißt der Ort. Sieht idyllisch aus. Kleiner Holztempel. Also ein nicht so reiches Land. Muss man hin. Da oben. Noch im Bau. So. Wir müssen den Punkt mal hier mitgenommen. Ja, mit dem Gaul da unten ist auch geil. Das will hoch. Komm her, Pferdchen. Na los. Nur jetzt nochmal auf die Minimap gucken. Ja, hier ist halt ein bisschen was los. Na, wir gehen erstmal darüber. Ho, ho! Schmied habe ich jetzt auf Anhieb auch nicht gesichtet. Idee. Los! Ach, Kleinigkeit. Komm mir bloß nicht so nah! Ich mach mich unsichtbar. Das ist halt cool, das ist halt cool, wenn ich alles anzünden kann. Das hätte ja nicht sein müssen. Was ist das denn? Oh shit.
besser. Bin ich auch. So, und weg damit. So, wie ist der Stand? Erledigt, wir müssen weiter. Stressfaktor pur hier. Gut, aber Folge ist auch schon wieder um. Haben wir leider nicht ganz geschafft. Auch hier mit der Söldnerverfolgung. Das strengt ein bisschen an, aber ich krieg's halt auch nicht weg. Gut, nächste Folge machen wir in der Position weiter. Ich sag mal danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.